würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. OBS sagt, null ausgelassene Frames, aber übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung 4212. Und ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, A zu drücken. Das wäre ärgerlich. Verschenkte Sekunden. Ja, tatsächlich. Wieder eine Sekunde nicht gedrückt. Nee, keine Yoshi-Strat, Kevin. Tatsächlich nicht. Ich hab's jetzt geändert. Weil, ach, ja, die paar Sekunden, darauf kommt's dann auch nicht an, zu mich zu retten. Weil den Anfang habe ich jetzt sozusagen drauf. Also, die ersten Welten verkacke ich jetzt schon so gut wie gar nicht mehr. Oh! Okay, das war sehr knapp. Ja. No Yoshi Strat. Vor allen Dingen ist die Yoshi Strat gar nicht mal so gut, weil... Oh nein! Oh, Glück gehabt. Gar nicht mal so gut, weil... Oh, nee! Okay, das war nicht cool. Ja, und dafür verkacke ich Iggy. Ja, ich meine, du kannst Yoshi eh nicht mitnehmen in die Burg. Das ist kein Grund, Kevin. So, jetzt bin ich groß. Jetzt hoffe ich, ich schaffe den Low Jump. Oh, ja. Oh, ich hab's in die Tür geschafft. Mit Spin Jump hättest du Speed obtained. Ja, wo? Ach, du meinst gerade in dem Level, wo ich Speed verloren habe? Nein, ich glaube nicht, dass der Spin Jump da beibehalten wird, weil du musst ja erstmal wieder P-Speed bekommen. Oh! Scheiße! Mann! Keiner gesehen? Boah, ich muss dringend Iggy üben. Ja, das hat wieder ziemlich die Zeit verkackt, aber es kann doch nicht wahr sein. Also gestern habe ich so gut wie kein Problem bei Iggy gehabt, aber ich hatte auch immer die Blume, die Feuerblume. Nur jetzt gerade nicht. Fails in Speedrun Glitch. Theoretisch ja, ne, hätte ich dich zurückgespult. Hello, Glitch Jones! Glitch Jones fails in Speedruns. Alter! Beinahe wäre ich gesprungen. Richtig die Strat verkackt. Hm.
Damn. Muss ich ein bisschen länger nach oben gedrückt halten. Oh wow. Ich hab's mal geschafft. Okay, kein Running Speed. Alles klar. So, die Strat, die verstehe ich noch nicht ganz. Boy, ja, jetzt bin ich echt angepisst. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Hello, Glad Jonas. Fails in Speedruns. WTF? I have no fucking water? I have no fucking water? Es ist dann tatsächlich schneller, glaube ich, mir hier die Feder zu holen, anstatt die Yoshi-Strat zu nutzen. Und ich hoffe, der Zip funktioniert jetzt jedenfalls. Was? Ja, auch nicht so wirklich, ne? Das hat auch nicht so wirklich funktioniert, verdammt, warum? Also manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Das war jetzt schon wieder... Das hätte nicht sein müssen. Was? Goldener Split hier. Unfassbar, was mache ich denn da? Okay. Nice. Es wäre schneller, hätte ich die nächste Tür genommen. Soweit ich weiß. Normalerweise kann man hier anspinnen. Das habe ich sonst immer gemacht. Tja. Dann halt nicht. Habe ich schon wieder den
Nein, es ist ja kein PB, es ist ja ein Fake PB. Aber den habe ich dann auch wieder verkackt. Und selbst die Strat verkacke ich. Naja. Wie gesagt, wäre kein echter regulärer PB gewesen. Weil wegen Zurückspulen, Iggy Cooper und so. Und eben bei den Dings. Aber ich denke, der nächste Run, der wird dann. Falls ich keinen Major Fehler mache. That was the major mistakes. Thank you, Glad Jonas. Ich wusste, dass das passieren wird, aber irgendwie. Ja, von mir aus können wir auch Rose spielen gleich. Ich denke, einen Run mache ich noch und dann. Mein Gott. Jetzt habe ich selbst die Strat verkackt, aber ich wollte den Pilz auch haben. Oh, das ist so wild. Okay. So, wenn man in dieser Dings nach oben gedrückt hält, wo ist mein Controller? Ich halte jetzt nach oben gedrückt. Und da passiert Magic. Mario hebt den Kopf konstant in die Luft und feiert sich mega doll. Na, hat er auch verdient, ne? Er hat Prinzessin Peach gerettet, die sich jedes Mal entführen lässt. So wie Zelda. Die Legende von Zelda. Die sich immer wieder entführen lässt. Die Olle. Dann guck dir doch die Peach an, lässt sich jedes Mal voll entführen. Zelda-Zeichen.
Zelda-Zeichen. Ist ein Insider geworden. Ich habe von Kevin, hier K-Star Plays, einmal etwas zum Geburtstag bekommen. Ich kann es auch demonstrieren. Ich würde es gerne demonstrieren. Was? Wo ist das Zelda-Zeichen? Zelda-Zeichen abhanden gekommen. Ja. Sag mal, wo habe ich denn das? So groß ist das Zimmer. Ach, da ist es. Das Zelda-Zeichen. Ja, da ist es. Zelda-Zeichen. Way. Ich habe davon noch ein Zelda-Zeichen. Nur, ich weiß gerade nicht, wo das andere Zelda-Zeichen hingekommen ist. Naja, wie gesagt, das ist noch so eine kleine Tischlampe. Die ist auch total stylisch. Und hat das Zelda-Zeichen integriert. Okay, langsam reicht's, oder? Ich feier die Credits übrigens ultimativ. Die Musik. Ich kann leider nicht mitsingen, weil der blöde Moment. Die blöde Capture Card ist nicht mit meiner Stimme synchron. Sie ist einfach versetzt. Das kann nicht wahr sein, hört sich blöd. Stimmt blöd an. Blöd, 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 blöd. Also, ich denke, einen Run werde ich noch machen. Wenn ich nicht so viele Fehler gemacht hätte und konstanter gespielt, dann wäre der Run gar nicht mal schlecht gewesen. Aber dieses ganze Zurückspulen und so, das ist es ja nicht, ne? Nicht das Wahre. Das ist ja ein Fake Run. Der Junge hat gefaked. Der ist immer nur am Glitchen und am Cheaten. Wow! Hey Leute, guckt euch mal meine Rakete an! 35.000! Ach nee, Moment. Oh, krass, dass ich meine eigenen Sachen schon so mixe. 2011 YouTube-Legende, Let's Cheat Mario Kart Wii. Linken 00 Zelda, 14.000 Aufrufe. Let's go! Aber nicht zu vergessen. Mich kannten einige Leute als Cheater. Vor allem, wenn man dann zweieinhalb Jahre von Oso restricted wird. Für gar nichts. Das kommt einfach. Kommt nicht so geil rüber, ne? Ich hab doch nichts gemacht. Naja. Schaffe ich die 12,50 heute noch? Oder die 12,49? Ich weiß es nicht.